Hey Kalli. Servus, grüß dich. Hey, na, alles gut? Alles gut und selbst auch? Perfekt, alles super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns hier bei deinem VfL begrüßt. Was erwartet uns denn heute? Also, wir haben ja später Training. Dann denke ich mal, zeige ich euch erstmal, wo wir uns da so aufhalten in der Players Lounge. Danach geht es ein bisschen im Gym-Bereich, um uns fürs Training vorzubereiten. Und danach zeige ich euch eine kleine Session auf dem Trainingsplatz. Perfekt, super, dann lass uns gleich loslegen. Perfekt, danke. Kalli, jetzt sind wir hier bei euch in der Players Lounge. Gehört das so dazu zum normalen Ablauf von dir, von so einem Tag? Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Also wir haben ja später Training. Man muss immer eine Dreiviertelstunde vorm Training muss man hier sein. Und dann die meiste Zeit hält man sich auch hier oben auf oder im Gym-Bereich. Und wie gesagt, ich bin hier ab und zu auch mal erstmal um Spaß zu haben. Da draußen gibt es noch ein paar Sachen, wo man sich da vergnügen kann. Dart, Basketball. Okay. Oder auch am Tischfußball und ja. Gibt es da was, wo du speziell richtig gut bist und alle abzockst? Also ich spiele gerne das Basketball draußen. Mhm. Da gibt es schon einige mit Trash zum Beispiel, der auch richtig gut in dem ist. Und da gibt es ab und zu mal heiße Duelle auf jeden Fall. Okay, cool. Wir werden auf alle Fälle auch noch ein heißes Duell draußen starten. Also jetzt habt ihr vom Kalli auch schon so ein bisschen was privat erfahren. Jetzt würde ich sagen, gehen wir raus und spielen eine Runde Basketball. Viel Glück. Danke. Alter, was du spielst. 69. Ich glaube, das würde ich erreichen. Ja, Kalli, 116 zu 69, hast du mich geschlagen. Was erwartet uns denn jetzt? Ja, ich denke, jetzt, weil das Training bald beginnen würde, gehen wir jetzt erstmal in den Gymbereich und zeige ich erstmal ein paar Übungen, die ich mich vorbereite fürs Training und danach geht es dann schon raus auf den Platz. Alles klar, dann lass uns loslegen. Wir sind jetzt bestens vorbereitet. Olli hat uns schön auf Schwung gebracht. Ich hoffe, du bist noch nicht zu müde. Wir haben noch das Beste vor uns mit dem Tor am Schluss später. Bei der Übung mit dem Widerstandsband kommt es darauf an, maximale Intensität, hohe Kraftaufwand, sehr guten Abdruck und eine gute Körperhaltung. Wir kombinieren Schnelligkeit, Dynamik mit Ballbehandlung und wollen natürlich schnellstmöglich vors Tor kommen, um dann den Abschluss zu haben. Kalli, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War richtig geil, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Du musst jetzt los zum Training. Auf jeden Fall. Ich wollte mich auch bei euch auch nochmal bedanken, dass ihr von 11 Team Sport hier wart, vor Ort bei den Wölfen. Ja. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, beziehungsweise dir hat es gefallen und hoffe, dass du morgen keinen Muskelkater hast. Ich hoffe es auch nicht. Also ich werde mich jetzt umziehen, der Kalli geht zum Training. Wir sehen uns gleich nochmal. Bis gleich. Man sieht sich. Ciao.
So Leute, ich stehe jetzt frisch umgezogen nochmal auf dem Gelände des VfL Wolfsburg und ich hoffe, euch hat das Video mit Kalli gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentarbox, welchen Spieler ich als nächstes besuchen soll. Ansonsten weiterhin schön abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus, euer Matze. Ciao.